Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Im letzten Part haben wir uns das Dream Eater Programm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, der Baku. Baku wegen diesen Traumfresser-Legenden-Dingern. Tapire auch genannt. Das haben wir uns unter den Nagel gerissen. Beziehungsweise Kyoko hat sich das unter den Nagel gerissen. Und dann hat Yuko wieder angefragt, dass wir ihren Vater suchen. Und diesmal halt aber unter ihrem richtigen Namen. Ja, und jetzt wollen wir eigentlich mal gucken, was wir machen sollen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist wieder ein bisschen. Ist 2 Tage her, dass ich was aufgenommen habe. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was ich genau tun soll. Ich bin ein bisschen raus. Ich habe auf jeden Fall keine Dingens mehr, keine Aufgaben. Ah ja, okay, ich soll zum Eden-Eingang. Gut. Dann haben wir das doch schon mal. Die Idee, was wir tun sollen. So, dich will ich aufbehalten. Euch kann ich alle eh noch nicht digitieren. Dich könnte ich digitieren. Und mach das auch einfach mal zu irgendwas. Schau mal. Ja, lassen wir das erstmal. Kann ich denn hier noch irgendwen digitieren? Wemon nicht. Ikakumon selber könnte ich auch digitieren. Habe ich aber auch nichts Gescheites gerade dabei. Bei dir muss ich noch ein bisschen warten. Genau, und da waren wir ja schon. Okay. Wobei. Egal. Kümmern wir uns später noch weiter drum. Also bis jetzt läuft das ja alles ganz gut mit den Digitationen und so. Also, wir wollen zum Eden-Eingang. Also machen wir den Connect-Jump. Und dann gehen wir zum Eden-Entrance. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar Infos bekommen. Und wir sehen definitiv schon einige Leute hier. Mit Schlössern über ihren Köpfen, die wir mal danach fragen könnten. So, wie sieht es denn mit dir aus? Neil Corporation. Neil Corporation? Das ist die Firma, die das Eden-Avatar-System... das ist die Company, die kreiert wurde, um das Avatar-System von Eden zu überprüfen. Ich denke, sie wurden von einer großen Company gekauft vor einiger Zeit. Sie gibt es nicht mehr. Okay, das war schon die volle Info, die ich brauchte. Wunderbar. Vielleicht den richtigen angequatscht. Mr. Nevitt. Fraglich, du wurdest auch schon mal als Hacker benutzt. Also. Na gut. Schauen wir mal. Was wir denn daraus machen können. Huch, wo komme ich denn her? Ich bin noch in... Na egal.女子君、探偵家業には戻られたか？なんだその顔は。俺がここにいちゃいけねえみてえな顔だな。わけは京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに、当時のナイル・コープの調査資料が見つからなくてね。それで当事者ご本人にご足労願ったというわけだ。見つからなくて当然だ。 調査資料の一切合切を上白が保管しているんだから。上白が京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが。あの疑惑ですね。ああ、当時上白がナイルコープを不正買収した疑惑が持ち上がった。Okay, also sie mussten, sie konnten halt die die Daten halt nicht finden, die sie über den Fall gemacht hatten von der Neil Corporation. Und das liegt daran, dass sie die ganzen Daten zurücklassen mussten in im Kamishiro halt. Und ja, es ist möglich, dass Kamishiro die Neil Corporation Illiquids
Also, ich glaube, das heißt illegal im Endeffekt, dass es die illegal aufgekauft hat oder sowas. Die beiden, also er und der Vater von Kyoko, haben das eben nachgeforscht. Und sie mussten den aufgeben, den Fall, okay.神城側に渡すことになったのさ。神城が手を回した。自ら黒と言明しているようなものですね。それも暗黙の了解だったわけだ。闇の深さを無視した俺たちは、あえて騒がず、資料の保管先の追跡に専念した。親父さんが亡くなった後も追跡は続けている。今は資料は神城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥深くに保管されているよ。 Okay, er hat weiterhin verfolgt, wohin die Daten denn gespeichert werden im Endeffekt, damit er immer wieder weiß, wo die Daten sind, wenn man sie braucht anscheinend. Momentan sind sie halt in dem Hauptserver Avalon von Kamishiro, welches anscheinend der abgesicherte Raum ist, wo auch nicht alle hinkommen. Aber er kann sich auch nicht sicher sein, ob es dort wirklich ist. Okay. そろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。しかしだな、京ちゃん。相手はあの神城だぞ。世界にその名をとどろかす大企業の厳重なセキュリティを。 どうやって海軍ルツつもりだ。ここは慶明党の孤児にならいましょう。閉ざされた門は強行突破ではなく策略を持って相手に開けさせればいいんです。おいおい、そんなことが可能なのか。不可能を可能にしてこそ探偵冥利に尽きるというものですよ。何、こちらには慶明、鶏の鳴き声を真似る名人がいます。 Okay, also wir wollen eine Taktik machen. Wir wollen nicht durch das Sicherheitsnetz durchbrechen, sondern halt wie das Trojanische Schwert uns reinschleichen und ihn, sie die Türen aufmachen lassen. Und dafür haben wir auch schon jemanden, der da helfen kann. Und ja, das ist genau Yuko. 今回も時間通りの来訪ですね。依頼人の神城優子さん。 調査に進展は神城優子？ひょっとして神城前社長の？そうか。神城の親族なら誰にも怪しまれず本社内へ。え、誰ですかこの人？お嬢ちゃん、頼む。力を貸してくれ。え？え？ Auf einmal wird sie mit reingezogen in alles. Wobei, sie hat ja auch den Auftrag gegeben, also. Passt das ja. Ich weiß noch nicht so ganz, was abgeht. Oh, mein Controller lädt sich nicht mehr auf, das ist blöd. Also, ich kann auf. Also, ich habe ihn angeschlossen, aber solange er angeschlossen ist, funktioniert er auch. Also, wollte ich es abnehmen, dann kommt er neben die Nacht. Ja, der Akku ist fast leer. Egal. Okay, und sie würden uns tatsächlich helfen. ですが、私は未成年という理由で社内での権限が大幅に制限されています。私にできるのはおそらく本社ロビーに招き入れることくらいです。そうですね。 学校の友人を見学に招待するという名目でなら、本社ロビーまでは怪しまれずに連れて行けると思います。まあ、俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれねえ。助手一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかし、そこからどうやって機密情報データベースへ。 Also, wir wollen uns reinschleichen als Schulkameraden. Würde Sinn machen. Und von dort aus, wie sollen wir wohl reinkommen in die
Daten. Hm. Ja, wir schaffen das schon. So wir sind vielleicht kein Top-Hacker, aber dafür haben wir andere Möglichkeiten. Mit Digimon können wir auch ziemlich gut die Systeme brechen. Okay, sehr schön. とある依頼でちょっとしたプログラムを入手しましてね。知人の手を借りて助手専用にカスタマイズして使おうと思います。オーケー。では早速準備に取り掛かります。助手くん、まずは三神楽ミレイの元へ向かってくれたまえ。先方に話を通しておく。司祭確認はそちらで頼む。 Ich habe schon fast die Vermutung, dass wir uns vielleicht einschleichen, indem wir uns einen Datenfile geben lassen, der dann aussieht wie jemand anderes. Okay, er macht uns sich immerhin Sorgen um uns und er hat auch gleich unsere Nummer eingehascht. Wunderbar. Okay, Mirei, dann wollen wir nochmal zu dir. Ich habe das Gefühl, dass wir eben das Baku-Programm machen, um uns in Eden anders aussehen lassen im Endeffekt. Ja, stimmt. Ich gehe halt anscheinend nicht mehr zur Schule. Aber dafür mache ich hier das Detektivzeug. Wie sieht es eigentlich gerade auf der Farm aus? Okay, die Investigator noch. Sehr schön. Also wenn man speichert und dann nicht mehr weiterspielt, dann zählt das nicht. Das ist Zeit, die man spielt, in der die Farm voranschreitet. Okay. Meine Vorbereitungen sind fertig. Hier nehmen die und nehmen dieses Programm. Stealth Hide. Okay. Ja, genau, vom Baku-Programm umgemünzt. Dadurch können wir unsichtbar werden, okay. Oh, okay, und da wir ja so halb digital sind, können wir das wahrscheinlich auch in der echten Welt benutzen. Was zu einer ganz schön nützlichen Variante ist, um viele verschiedene, ja, Vergehen zu machen, sagen wir es so, oder ja, Verbrechen. Aber immerhin vertraut sie uns, dass wir uns das nicht missbrauchen werden. Sehr schön. Was? Okay, wir sind ein Cyberslav und irgendwann müssen wir mal ihre Geheimnisse aufdecken, dass sie alles versteht anscheinend. Okay. Alles ist also gut, glaube ich, wie es aussieht. Sicherlich viele Fragen, aber also erstmal auf den Fall konzentrieren. Okay, und wir wurden in das Hauptquartier eingeladen. Okay. Okay, also wir haben den neuen Skill und sollen damit jetzt uns da reinschleichen. Allerdings müssen wir das ein bisschen auf unsere eigene Art und Weise machen. Und wir sollen halt vorsichtig voranschreiten, wie sie uns jetzt nochmal geschrieben hat. Okay. Das wird interessant, nehme ich an. Was kann ich denn hier nochmal kaufen? Nichts Sinnvolles. Nichts, was ich gerade brauche. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas Neues freigeschaltet habe hier jetzt.
Nee, okay. Gehen wir trotzdem zu Shinjuku, weil... Warum nicht? Das ist ein schönes Terminal. Mitten in der Mitte. Und dass ich irgendwo anders hin muss. So. Du kannst jetzt zu Kamishiro Enterprises gehen. Na dann wollen wir das gleich mal ausprobieren. Hi. Oh. Und da war doch Yuko schon. Mom, osoi. Machi kutabirechatta yo. Amari osoi kara Ultra Super shinpai shichatta nda yo. Okay, ich glaube, sie spielt hier ein Part. In der Schülerin. Anta no shinpai shite tan janai nda kara ne. Ka kanchigai shinai de yo ne. Sie ist so schlecht im Spiel. Ano, ichio Yujin no furi o shite itadakanai to. Sore rashiku mieru youni watashi ni awasete kudasai. Okay. Hyotto shite doko ka hen desu ka? Chanto dekite masu yo ne, Yujin no furi. Iwairu gakuyu te. Ja, aber deswegen muss man sich nicht so anstellen, Yuko. Ah, okay, sie versucht halt das, als will, dass wir ihre Freund spielen. Sore wa mio desu ne. Yujin ni kansuru sankou shiryou wo machigaeta. Also sie ist anscheinend nicht so wirklich. Der Typ, der viele Freunde hat anscheinend. Sonna koto ittara watashi to anata ga suden yujin mitai janai desu ka? Jo. Naru hodo. Ima no ga ka no yumei na aete suberu gyaku. Yarimasu ne. Hakushin sugite watashi katachi bakari no noritsukomi o wasurete shimaimashita. To iimasu ka anata mo chanto benkyou shite kitan desu ne. Okay, sie ist nicht wirklich gut dabei. Okay, sie wird uns jetzt ein bisschen herumzeigen anscheinend. Sehr gut. Oya, Yuko Ojousama, Otomodachi wa dochira e? Ja, das war halt jetzt nicht gerade sehr hilfreich. Das einfach jetzt drinnen zu machen während. Kakurenbo shite masu. Kakurenbo? So desu. Nanika mondai ga? Ie, mondai to iimasu ka. Kakurenbo ni wa dekishita kankyou de sho. Koko hiroi desu kara. Ah, sou desu ne. Hiroi desu mon ne, koko. Chinami ni watashi ga oni desu. Sou desu ka. Ga ganbatte kudasai. Hai. Kanarazu mitsukete misemasu. Sono iki desu.検討をお祈りしてます。よろしくと彼が。アカウントをシールするプログラムですか。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル。完全に違法ですよ、それ。でもあなたや京子さんの言う両軍は確かなもの。用が済んだら ここで合流して外へ出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのはさすがに限界がありますし。では、後ほど。Ja, man sollte es vielleicht einfach so. Okay. Also wir können uns jetzt hier wirklich komplett unsichtbar machen. Sehr schön. Gut. Ja, wie gesagt, es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, sie vorzuwarnen oder
das sich einfach auszumachen, dass man dann halt irgendwann sagen kann, ja, hier ist sie, wir gehen jetzt nach Hause, damit sie sich ausloggen kann und ich mich unsichtbar machen kann. Ansonsten ist das ein bisschen problematisch. So, hallo. Willkommen in Eden Headquarters von Karamichiro Enterprises. Okay. Du bist Mrs. Yukos Freund? Bitte hab Spaß. Okay. Nur weil du Freunde mit der Tochter des alten Präsidenten bist, heißt nicht, du kannst hier einfach nur herumschnüffeln. Es dürfen nur welche, die mit dazugehören. Verstanden? Okay. Es ist schwer, sucking up to Miss Kishibe. Okay. Okay, der ist ziemlich interessiert an der Miss Kishibe. Ich glaube, das war die, die wir auch im Hotel getroffen haben. Und ja, er stalkt sie ein bisschen. Du konntest keinen Link zu dem Server am Terminal finden? Ah, der Server Access sind auf die Avatare jedes einzelnen Mitarbeiters bezogen. Die Terminals haben nichts damit zu tun. Was bedeutet, die Avatare selbst sind die Links? Die Avatare sind die Links. Dann sollte ich besser die Avatare von einigen Kamishiro Enterprises Mitarbeitern checken. Okay. Ist auch gar nicht auffällig, dass du das jetzt hier einfach so machst. Mitten vor den Augen. Allein hier in der Lobby rumzustehen ist so langweilig. Ist einfach, also sollte ich mich nicht... Sollte ich mich nicht beschweren, aber trotzdem. Ich könnte schwören, ich hätte jemanden gesehen. Ich muss mir das vorstellen. Der hier auch nicht. Das wird bei dem da sein, weil der gerade in einem Netzwerk ist, ja. Der Avatar. Welcher Server kann er betreten? Avatare sind nur Daten. Kann ich da rein connect jumpen? Kann ich jetzt echt in ihn rein... Okay. Okay. Ich kann in Leute reinjumpen. Auch interessant. Oh Gott, hier gibt es viele Wege. Und hier ist nichts außer ein Item. Also hier können auch Items sein, okay. Gut zu wissen. Das war nicht, bisher noch nicht der Fall. Vielleicht sollte aber auch woanders noch nachgucken. Weil es auch bedeuten könnte, dass es noch woanders Sachen gibt. Aber immerhin sind die Gegner hier noch sauer einfach. So, da hinten könnte nämlich auch noch was sein. Deswegen muss man ein kurzes Stückchen zurück. Und dann dahin. Aha, da liegt nämlich auch was. Crit Boost, okay. So. Was haben wir hier? Zwei Gabumon. Oh. Hi. Okay, Garurumon macht weniger Schaden gegen Gabumon. Das ist interessant. Warte, Garurumon ist ein anderer Typ als Gabumon? Gabumon ist Data und Garurumon Vakzin? Das wusste ich nicht. Ich dachte, die wären gleich geblieben. Aber okay. Das erste Mal, dass ich davon höre, dass Gabumon tatsächlich einen anderen Typen hat als Garurumon. Interessant. So. Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist kein Problem, aber dann schlägt Garurumon daneben. Na gut. Man kann nicht alles haben, ne? So. Ist da auch ein Item? Nee. Aber ich sehe da links schon mal ein Item. Also das hier wird auf jeden Fall auf etwas komplexer anscheinend. Zu den vorherigen. Jetzt so im Vergleich. Ist das hier um einiges größer. Und hier kann ich auf jeden Fall Nyakamon und Gabumons bekommen. Kann man sich ja auch merken, falls man nochmal irgendwie die Daten braucht. Ah, das hört halt auch auf, ne?
Dann gehen wir erstmal hier lang und schauen. Da ist nämlich auch noch ein Item. Ich will natürlich alles einsammeln. Ich glaube, ab jetzt werde ich den Kämpfen erstmal wieder ein bisschen davonlaufen. Ah, wobei, sie bringen eigentlich schon noch ganz gut was. Ich wollte nämlich sagen, die bringen nämlich eh gerade gar nichts mehr, aber irgendwie schon noch ein bisschen. HP Spray B. Okay. So, dann da links. Und dann wieder rückwärts. Und da hört es dann auch schon auf. Okay. So, haben wir hier noch was? Nee, hier ist nichts. Aber hier hinten, dafür haben wir schon eins gesehen. Revival Capsule. Okay. Haben wir bisher noch nicht benutzt, aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch nochmal nützlich. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir auch auswechseln können, jederzeit. Also auch Digimon, die K.O. gegangen sind, können wir dann zwischendurch mal auswechseln. Die Frage, die ich mir dann eigentlich stelle, ist, kann ich Digimon, die ich auswechsel, dann noch heilen, während sie ausgewechselt sind, und müssen sie gerade im Kampf sein, damit ich die beleben kann? Das müsste ich probieren. Aber okay, wir sind jetzt anscheinend weiter drinnen. Die Confidential Database sollte hier irgendwo sein. Lass uns weitergehen. Okay. Dann brauchen wir wieder ein Digilabor. Das brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Okay. Dann habe ich nur das Ding wieder. Karte habe ich auch nicht, aber damit sehe ich eigentlich das meiste gut. Dann gehen wir erstmal hier links. Panic Recovery. So. Okay, wir können uns hier die beiden Truhen noch abholen. Und dann einfach in die Mitte gehen. Perfekt. Okay. Ich hätte Exemon lieber auf das Falcomon angreifen lassen sollen. Engraymon hätte da jetzt auch nicht viel Schaden gemacht auf das Falcomon, deswegen machen wir es lieber so rum. Bam. Poison Recovery. Wir bekommen hier gute Sachen. Und so langsam kommen wir auch in die Level-Gegenden, wo wir uns bald mal Ultra-Digimon holen können. Und das wird interessant. Was ist das hier? Okay, das ist nichts. Ich weiß gerade nicht, ob man den Bildruckler gesehen hat. Ich hoffe mal, wenn man ihn gesehen hat, war er nicht allzu schlimm. So, Falcomon hat, glaube ich, nicht so viel ausgehalten. Nein. Wunderbar. Aber Raymond Blue macht nicht... Na doch, macht trotzdem gut Schaden. Aber ist halt schlecht vom Typen her. Dann sollte ich vielleicht... Erstmal das normale Greymon einsetzen. Für die Kämpfe hier in der Gegend. シュビはどうかな？通信先が消失しているところを見ると、ジョシュは作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。 あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。君は一体何？そう言われても、私は私です。え？
他の何者でもありません。うん、まだ何か。ああ、これはやられた。え、あ、今のはまずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。Okay, unsere, die Konversation zwischen den beiden könnte anscheinend verfolgt gewesen sein. もう少し早く気づくべきだったが、かなり巧妙な細工だ。相手は相当なやり手だ。盗聴？そんな。あるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に焦らずが基本とすべき精神だよ。でもまだあの人が中に。うん、作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何、私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな。他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。あ、私は助手の透明人間化の効果が失われるのを待つ。脱出時足跡を消すなりごまかすなりのことなら外からも可能だろう。とにかくこれ以上の会話は危険だ。通信を切らせてもらう。Okay. Also wir wurden anscheinend belauscht, beziehungsweise die beiden wurden belauscht. Was das Ganze jetzt ein bisschen schwerer macht. Speichern wir mal kurz. Und Yuko sollte sich zurückziehen, nur wissen wir das nicht. Wunderbar. So, was haben wir denn da? Hacking Skill Code Scan. Analysiere die Codes auf... ach genau. Ich habe inzwischen rausgefunden, was sie gemeint haben. Es wurde ja gesagt, hier, ich kann Sachen in der echten Welt scannen und mitnehmen. Ich weiß inzwischen, was das bedeutet. Das bedeutet einfach nur, ich kann Sachen aus dem Shop kaufen und mitnehmen. Zum Beispiel jetzt die Heilkapseln und sowas. Das habe ich irgendwie mit dem anderen Skill verwechselt. Also jetzt hier dieser Code-Scan, den ich jetzt erst benutzen muss, der war halt jetzt erst dafür gedacht. Anscheinend. Nehme ich mal an, weil wir jetzt dafür das Tutorial kriegen. Ich habe da nochmal nachgeguckt, ob das denn jetzt so ist. Und ja, das war halt einfach so und ich habe das einfach nur verwechselt. Denn durch den Code-Scan können wir verschlüsselte Daten ankriegen und die Informationen davon lesen. Gut. Anscheinend kann ich das aber gerade nicht. Warum? Ich brauche einen Datentyp, Digimon. Kann ich nochmal zurück? Ja, kann ich. Gut. Dann laufe ich währenddessen mal zurück, hole mir aus meiner Digibank einen Datentyp Digimon. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part... Ja, im nächsten Part machen wir dann hier weiter und lesen da die Daten. Schauen wir mal, dass ich ein bisschen digitieren kann. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt sogar. Warte mal, das mache ich jetzt noch. Komm. Ins Digilabor gehen, digitieren und sowas kann ich jetzt in dem Part noch machen. Ich es offscreen mache, mache ich es halt jetzt. Hört sich doch nach einem Plan an. Oh, Starmon. Hi. Da rennt hier ein Starmon rum. Dafür hätte ich tatsächlich das normale Greymon, das andere Greymon wieder gebraucht. Na gut. Denn ihr beiden macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber es ist erst so spät dran. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das sollte auch gute Erfahrung geben, vor allem. Oh yes. So. Ich brauche ein Daten-Digimon. Typus-Datei brauche ich. Da kann ich wahrscheinlich noch nichts digitieren. Ja, aber klar.
Man kann ja mal gucken. So, du darfst aber auf Mördermunde digitieren. Oh yes. Ein Vakzin, Digimon. Und du darfst zu Glockmon werden. Das würde sogar direkt passen, Sister. So, dann moven wir Bertramon mal irgendwo anders hin. Nehmen mal Lopmon mit einfach. So, Keramon, kannst du inzwischen zu was anderem werden? Was brauchen wir denn dafür? Intellekt 55. Das ist 43, ja. Brauche ich irgendein anderes Digimon? Was dazu werden kann. Warte mal, da muss ich mal nochmal digitieren und dedigitieren. Genau, Impmon kann nämlich auch dazu werden, damit wird das auf jeden Fall einfacher. So. Tokomon, du bist halt aber auch noch so fraglich mit 59 Intellekt, ob du da jemals auf die 130 kommst. Aber da muss ich mal kurz was gucken. Field Guide. Welches Digimon hat denn guten Intellekt? Scheiße. ...130 brauchen wir im Endeffekt. Da kommt Tokomon nicht mal hin. Nyarumon würde da hinkommen. Das kann aber darin nicht digitieren. Tokomon kann dazu werden. Ich muss halt jetzt mal gucken, welche Digimons was werden können. Das ist aber wieder ein anderes. Gibt es noch ein Digimon, was zu dem werden kann? Nein, das kann nur Tokomon anscheinend. Wie kriege ich das dann aber so hoch? Wahrscheinlich einfach mit einem Item oder sowas. Na gut, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Außer das mit einem Item zu machen dann. Das sind die zwei, die fehlen. Hier fangen dann Champion an, die noch fehlen. Okay. Haben aber echt schon einiges hier digitiert. Das ist cool. Gut. Schauen wir nochmal, ob ich noch irgendwas machen kann. Lopmon, kannst du noch zu irgendwas werden gerade? Du könntest zum Beispiel direkt zu dem werden. Na, siehst du, dann haben wir das da auch. Wizardmon hat noch gefehlt. Okay. Dann moven wir dich nochmal irgendwo anders hin. Ja, komm, Impmon. Nehmen wir dich nochmal mit. Und ansonsten... Dorugamon. Das ist ja auch noch nichts. Das haben wir ja alles schon abgeguckt jetzt. Da wird es noch nichts weiter geben, außer Hawkmon vielleicht. So kannst du aber noch nicht digitieren, okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das vorerst dabei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es nach da oben wieder zurückgeht und wir uns die Daten dort entschlüsseln. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Raymond, nimm bitte dein Horn aus meinem Kopf. Danke.